It's me! Willkommen bei meiner Spielkommode. In diesem neuen Format werfe ich gemeinsam einen Blick auf meine Spielsammlung von diversen Konsolen. Seit 18 Jahren bin ich nun ein großer Videospielfan. Angefangen hat alles mit dem guten alten Game Boy Pocket. Die erste Konsole, mit der ich je gespielt habe, war aber das Super Nintendo meiner Schwester. Meine erste eigene Konsole bekam ich, weil ich immer die Konsolen meiner Schwestern geklaut habe und damit heimlich gespielt habe. Das war der Beginn meiner großen Videospielzeit, die bis heute anhält. Werf mir nun einen Blick auf meine große Videospielsammlung der letzten Jahre, da dies natürlich zu lange dauern würde, wenn wir uns in jedem Video immer auf eine Konsole beschränken. Zu einigen Spielen werde ich euch auch meine persönlichen Geschichten erzählen und was ich mit dem jeweiligen Spiel verbinde. Natürlich dürft ihr auch eure Geschichten und Meinungen in die Kommentare schreiben. Heute sehen wir uns meine PlayStation 2 Spielesammlung an. Aber Mega Mario, das hier ist doch ein Nintendo-Kanal. Wieso zeigst du denn deine PlayStation-Spiele? Weil wir auch mal einen Blick über den Tellerrand hinaus werfen wollen. Egal, meine PlayStation 2 habe ich damals 2001 unerwartet von meiner Mutter bekommen, auch wenn sie sagt, dass es ihre wäre. Aber sie hat ja nie damit gezockt, nicht dafür umso mehr. Let's go! Als erstes habe ich hier Jak and Daxter, ein Must-Have-Titel für die PlayStation 2, wenn man auf Jump'n'Runs steht. Dieses Spiel wurde von Naughty Dog, der unter anderem durch das Uncharted-Franchise unter den PlayStation 4-Zockern bekannt ist. Dieses Spiel erinnert stark an das Mario 64-Spielbetrieb, da man hier statt Sternes hochgenannte Energiezellen sammeln muss. Dieses Frettchen hier namens Daxter ist der mit den coolen Sprüchen, bei dem kein Auge trocken bleibt. Dieses Spiel ist unter anderem auch von den Machern von Crash Bandicoot. Also, wer auf lustige Jump'n'Run-Action steht, kann euch dieses Spiel hier echt empfehlen. Hier hätten wir Need for Speed Most Wanted, also nicht das neue, sondern das Original. Das Spiel stammt aus der Zeit, als die Need for Speed-Reihe noch echt cool war. In diesem Spiel muss man sich in einer Rangliste nach oben arbeiten, die sogenannte Blacklist. Und das alles nur, weil man seinen heißgeliebten BMW zurückhaben will, obwohl das Fahrzeug, ganz ehrlich, scheiße ist. Nix gegen BMW. Es gibt Fahrzeuge im Spiel, die getieren viel besser als diese Schrottkarre hier sind. Der Protagonist ist doch echt dumm, oder? Ich will meine Rostlaube zurück, Quasar. So heißt übrigens der angeblich beste Fahrer in der Stadt. Aber hat er was drauf? Nein! Weg damit! Bleiben wir bei der Need for Speed-Reihe und sehen uns dieses Spiel hier an. Need for Speed Underground. Die wohl beste Unterreihe des Franchises. Dieses Spiel hier legt Wert auf Tuning, denn das war das erste Spiel, in dem man nach Lust und Laune seine Karre aufmotzen und gestalten konnte, wie Vinyls, Kotflügeln oder Neonröhren. Und hier kann man endlich mal das Maximum aus der Kiste rausholen. Denn hier wurden die Driftrennen und die Trackrennen neu eingeführt. Zudem gibt es hier keine Polizei, was echt genial ist. Einziger Kritikpunkt: Bei manchen Fahrzeugen ist das Handling so stark, dass man schnell in der Kurve an der inneren Bande aneckt. Geniales Spiel, empfehle ich euch. Und natürlich darf dieses Spiel ja auch nicht fehlen. Need for Speed Underground 2. Oh ja, das hier ist vieler Fans zufolge das beste Need for Speed aller Zeiten. Denn kein anderes Spiel der Reihe hat so viele Tuningsmöglichkeiten wie diesem hier. Und zudem gibt es hier wie beim ersten Teil keine nervige Polizei. Was soll ich denn sagen? Ich habe dieses Spiel tatsächlich erst 2013 nachgekauft, weil dieses Spiel einfach nicht fehlen durfte. Es gibt hier auch spezielle Rennen, die man auf richtigen Rennpisten austrägt. Ähnlich wie bei Pro Street, was ich aber nicht habe. Also, wer Need for Speed mag, muss dieses Spiel unbedingt gespielt haben. Schon wieder ein Rennspiel. Aber hey, dieses Spiel hier ist wenigstens realistisch im Vergleich zu Need for Speed. Jedoch fährt man nicht gegen andere Fahrer, sondern gegen die Zeit. Wie man schon lesen kann, ist das ein Rallye-Spiel von Codemasters, die unter anderem die Formel 1 Games entwickeln. Wer zum Kuckuck ist eigentlich dieser Colin? Das ist oder war ein bekannter schottischer Rallye-Fahrer. Diese Reihe war bekannt dafür für seine herausragende Fahrphysik. Nicht selten hat es mich aufs Dach gelegt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, diese Spielreihe ist abgesetzt worden. Aber wer auf realistische Rallye-Rennspiele steht, kann sich ja mal dieses Spiel hier ansehen. Schon wieder ein Rennspiel, sag mal, wie viele hast du denn? Ey, ich mag halt Autorennen, Totti, okay? Ja, Rockstar Games hat auch mal versucht, Need for Speed Konkurrenz zu machen mit diesem Spiel hier. Midnight Club 3. Und von diesem Spiel gab es zwei Versionen.
nämlich die Dub Edition Remix und noch eine andere, dessen Name mir aber entfallen ist. Und diese Spielreihe hat das Rennprinzip erfunden, die man heute bei neueren Need for Speed Games wie das neuere Most Wanted vorfindet. Da man nicht auf abgesperrten Strecken fährt, sondern durch Checkpoints. Fun Fact, das hier ist alles, es ist das einzige Spiel von Rockstar Games, das eine USK 6 Einstufung erhalten hat. Den zweiten Teil habe ich auch, finde ihn aber nicht mehr. Okay, das Spiel ist nicht so gut wie Need for Speed, man kann es sich aber trotzdem anschauen. Oh je, ich weiß nicht, ob ich euch dieses Spiel zeigen soll, aber ich tue es einfach. Hier haben wir Hype the Time Quest. Ach du grüne Neune. Das ist ein verpacktes Adventure-Game, in dem man mit diesem Trottel hier namens Hype durch die Zeit reist, da man von einem schwarzen Ritter versteinert und in die Vergangenheit geschickt wurde. Und schlussendlich müssen wir dieses Abenteuer bestreiten und diesen Trottel da aufs Kreuz legen, bevor es zu spät ist. Ganz kurz, dieses Spiel ist eine billige Kopie von Zelda Ocarina of Time. Und dieses Spiel habe ich nie durchgespielt, da nach dem Endboss-Fight einfach nur noch Blockscreen zu sehen ist. Kurz gesagt, Finger weg! Als nächstes habe ich hier Noble Racing, ein Rennspiel. Mal wieder. Was? Ihr kennt Noble Racing nicht? Dann ist es gut, denn das Spiel ist Schrott, nur in Englisch. Und die haben dieses Logo da rechts unten bestimmt nicht von einem deutschen Fernsehsender geklaut. Nein, 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 nein. Ich habe dieses Spiel von meinem Stiefpapa bekommen, weil er meinte, ich hätte Freude damit. Nö, es ist Schrott. Ich habe es einmal gespielt und dann nie wieder. Oh ja, Check 2. Das mit Abstand schwerste Spiel des Check- und Dexter-Franchises. Das Spiel macht alles komplett anders als das erste Teil. Nö, hier ist nicht mehr alles so quietschbunt, fröhlich und man hüpft wie ein Idiot rum, sondern es ist düster, dreckig und gefährlich. Zitat Check 3. Dieses Spiel hier ist eher wie GTA für Kinder. Man ballert völlig blind herum, wirft Leute aus fliegenden Autos und verwandelt sich in ein dunkles Monster. Oh, stimmt, es geht in GTA ja gar nicht. Und wer ist daran schuld? Baron Brexis mit seiner Praxis im Gefängnis. Der Typ heißt übrigens wirklich so. Jack und Dexter sind ja in die Zukunft gereist und in einem Drecksloch namens Haven City gelandet. Wer denkt sich nur diese blöden Namen aus? Aber schlecht ist das Spiel nicht, nur halt kacke schwer. Zu schwer für Sechsjährige. Da sind bei mir nicht selten ein paar Controller geflogen. Die Monster AG Schreckensinsel. Nicht zu verwechseln mit dem eigentlichen Spiel zum Film. In diesem Spiel geht es darum, wie Sully und Mike ihre Ausbildung zum Schreckmeister gemacht haben. Das erzählt aber die Monster-Uni etwas anders. Egal, die Spielhülle betrügt zudem auf der Rückseite, denn hier sind Screenshots zu sehen, die im eigentlichen Spiel gar nicht vorkommen. Das sind verdammt nochmal Screenshots aus dem Spiel zum Film. Das ist Clickbaiting aus der Frühzeit. Das Spiel verspricht gestochen scharfe Grafiken, obwohl nur 480i dargestellt wurden. Das ist HD pur. Yeah! Aber wie ihr lesen könnt, hat dieses Spiel ein bisschen Bonusmaterial. Ach ja, in das Kitzen-Dia-Show in diesem Spiel habe ich es irgendwie mal geschafft, in das Debug-Menü der Konsole zu kommen. Das war ein Schock. Oh, schon wieder Need for Speed. Aber das hier ist der erste Teil für die PlayStation 2. Nicht zu verwechseln mit dem neueren Hot Pursuit. Aber ich finde dieses Spiel hier echt witzig, denn dieser Teil hat die wohl dümmsten Cops der Reihe, denn die fahren andauernd gegen die Wand und labern irgendwelches unverständliches Zeug. Und die nerven. Aber eins muss man diesem Spiel lassen. Es gibt hier coole Fahrzeuge und die Grafik war für damalige Verhältnisse echt anschaulich. Aber es wird dennoch schnell langweilig, da hier ja nur sehr wenig Abwechslung geboten wird. Aber hey, man darf hier auch mal selbst ein Cop sein, das geht heutzutage nicht mehr. Nächstes Spiel. Jetzt müsst ihr stark sein. Seid ihr bereit? Hier habe ich RTL Ski Alpin 2005. Oh mein Gott. Dieses Spiel ist einfach sowas von unrealistisch. Denn beispielsweise muss man hier Geld ausgeben, damit man mehr Motivation hat. Kein Scherz. Und man muss andauernd nervige Einstellungen vornehmen, bevor man auf der Piste auf die Schnauze fällt und gleichzeitig einen Spagat macht. Sieht übrigens wirklich so aus.
Zudem gibt es hier keine vernünftige Fahrphysik, sodass man hier eine Menge Blödsinn im Spiel treiben kann. Aber das einzige wirkliche Gute in diesem Spiel sind die Kommentatoren, denn das sind die damaligen Originalkommentatoren. Aber das Spiel ist ansonsten nicht so gut. Also, weg damit. Bleiben wir beim Wintersport und sehen uns das Game hier an. Dieses Spiel ist im Gegensatz zu Ski Alpin akzeptabel, wenn auch es hier verschiedene Disziplinen der Winterolympiade geht. Interessant ist, dass es vom gleichen Entwicklerstudio wie das vorherige Spiel ist. Vielleicht haben die ja in einem Lager gelernt, wie man vernünftige Spiele macht. Dazu brauche ich nicht viel sagen, denn ihr wisst ja bestimmt, was eine Winterolympiade ist. Wenigstens hüpft man hier nicht mit Mario und Sonic herum. Die Reihe gab es damals übrigens noch nicht. Viele waren aus dem Häuschen, als die Ankündigung erfolgte, dass die Spyro-Trilogie neu aufgelegt wird. Aber jetzt zeige ich euch ein Spiel, von dem ihr besser die Finger weglassen solltet. Spyro, Enter the Dragonfly. Dieses Spiel ist einfach nur so schlecht und sowas von verpackt. Dazu müsst ihr euch mal Videos auf YouTube reinziehen, denn dort werden die ganzen Glitches gezeigt und warum es so schlecht ist. Dieses Spiel wurde nicht mehr von den ursprünglichen Entwicklern entwickelt, sondern von denen hier. Ja, sagt mir auch nichts. Dieses Spiel ist sogar so schlecht, dass es eine Finger-Weg-Games-Folge verdient hätte, bei der ich schon Super Mario 64 gezeigt habe. Furchtbar, weg damit! Crash Bandicoot, der Zorn des Cortex. Das ist das einzige Crash Bandicoot-Spiel, das ich besitze und gespielt habe. Aber das werde ich mit der Insane-Trilogie noch nachholen. Zudem war dies hier mein erstes PlayStation-Spiel. Dieses Spiel wurde nicht mehr wie die Trilogie von Naughty Dog entwickelt, sondern von Twelve Lost Tales. Die kennen wir doch von der Lego-Videospielreihe wie Lego City Undercover. Obwohl dieses Spiel nicht mehr von Naughty Dog ist, ist dieses Spiel dennoch nicht schlecht. Es bietet abwechslungsreiche Level und hat einen echt genialen Soundtrack, der sogar sehr bekannt ist. Und diese Disc hier hat eine violette Unterseite und ich habe diese Discs immer gehasst, da diese in der PlayStation immer so einen Lärm gemacht haben, als gäbe es keinen Morgen mehr. Aber ich kann euch dieses Spiel trotzdem empfehlen. Jetzt kommt ein echter PlayStation 2 Klassiker. Ape Escape 2. Den ersten Teil auf der PlayStation 1 und den dritten habe ich nie gespielt. Aber das hier ist ein Spiel, das unter anderem dafür bekannt ist, den rechten Analogstick sinnvoll auszunutzen. Nein, nicht für die Kamera, sondern damit bedient man die Gebrauchsgegenstände. In diesem Spiel muss man, wer hätte es gedacht, Affen fangen. Aber so langweilig es klingt, ist es gar nicht. Das Spiel ist echt witzig und macht Spaß. Unter anderem gibt es auch ein paar Minispiele wie Affenfußball, die man sogar zu zweit zocken kann. Auf dieses Spiel bin ich übrigens dank einer Demo-DVD aufmerksam geworden. Ja, es gab welche. Da kann ich euch gleich mal eine zeigen. Also, wenn ihr auf Spiele mit gut ausgenutzter Steuerung und viel Witz und Spaß sucht, bitteschön. Rayman 3. Das Spiel, das einen so genialen Humor hat, dass er schon echt grenzwertig ist. In diesem Teil verschluckt Lobox Raymans Freund einen schwarzen Blumen und man muss sich dann mit ihm auf den Weg zum Doktor machen, was beschwerlicher ist, als man denkt. Ich liebe dieses Spiel auch heute noch und zocke es immer noch gerne. Das Spiel hätte sich echt ein Remake verdient, aber nein, Ubisoft muss immer den zweiten Teil neu auflegen. Deshalb vergisst dieser Teil hier leider immer mehr in Vergessenheit. Deshalb gerät dieser Teil hier immer mehr in Vergessenheit, leider. Hier kommt ein weiterer Klassiker für euch. Lego Star Wars 2. Den ersten Teil habe ich nicht gespielt, aber das hier soll Fans zufolge der beste sein. Damals gab es noch das klassische Lego-Spielprinzip, der man nur von Level zu Level hüpfte und es keine offene Welt gab. Zudem konnten damals die Lego-Charaktere noch nicht reden, sondern gaben immer nur Geräusche von sich, so als ob denen jemand gerade die Zähne ausgeschlagen hätte. Aber klassische Lego-Humor bleibt hier bestehen und hält bis heute an. Wer Lego-Videospiele mag, sollte sich diesen Titel hier nicht entgehen lassen. Nun zu einem Spiel, das ich wahrscheinlich vorhin kurz angesprochen habe. Formel 1 oder Formel 105. Aber damals waren diese Spiele noch nicht von Codemasters.
Aber dieses Spiel hier war dennoch halsbrecherisch und machte vor allem mit mehreren Spielern echt Spaß. Man konnte hier auch so viele Runden anstellen, dass man Stunden für ein komplettes Rennen brauchte. Das habe ich damals spaßeshalber gemacht und auch durchgezogen. Danach waren meine Augen definitiv viereckig. Zudem unterstützt dieses Spiel die iToy-USB-Kamera, mit der man sein Gesicht ins Spiel einbinden konnte und daraus dann ein persönlicher Rennfahrer kreiert wurde, was verdammt creepy aussah. Oh je! Als nächstes habe ich hier Der Herr der Ringe, die zwei Türme. Und ganz ehrlich, obwohl dieses Spiel der absolute Knöller gewesen sein soll, ich habe dieses Spiel nie gespielt, da dieses Spiel meinen Schwestern gehört hat und ich zu jung war. Und hier steht sogar ganz fett geschrieben: offizielles Produkt der Filmtrilogie. Das macht doch heutzutage keiner. Aber vielleicht werde ich irgendwann mal diese Spiele in meine PlayStation anlegen und nachholen. Und wenn wir schon bei Filmlizenzspielen sind à la EA, dann seht euch jetzt mal dieses Spiel an. Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Und ja, viele sagen ja auch, dass Harry Potter Videospiele nie wirklich die allerbesten sind. Aber auch nicht wirklich gut ist dieser Titel hier. Hogwarts und die Ländereien sind hier von EA selbst erfunden und entworfen worden. Und auch dieses Spiel hat diese widerlichen violetten Discs, die das ganze Haus vibrieren lassen. Also wenn jemand von euch weiß, warum manche PS2 Discs eine violette Beschichtung hatten, schreibt es mir in die Kommis. Und hier auf der Rückseite steht zu viel Text. Das ist euch schon klar, EA, oder? Das folgende Spiel darf natürlich auch nicht fehlen. Check 3. Einfach nur Check 3. Das letzte Spiel der Jack und Dexter Trilogie. Danach kam fast nur noch Schrott. Aber dieser Teil hier ist nicht so schwer wie der zweite Teil, aber er ist leider auch etwas zu kurz und nicht mehr so gut wie der Vorgänger. Von dieser Reihe erschien noch ein Funraiser namens Jack X, ein vierter Teil namens The Lost Frontier und auch ein eigenes Spiel mit Dexter auf der PSP, welches alle leider nicht besitze. Die sind eh nicht wirklich gut. Und zur Abwechslung kommt Need for Speed Carbon. Schon wieder Need for Speed? Need for Speed Carbon ist der direkte Nachfolger von Most Wanted. In diesem Game geht es darum, die einzelnen Territorien in der Stadt zu erobern und über die Stadt zu herrschen. Klingt irgendwie seltsam, ist es auch. Aber hier gibt es den schweren Rennmodi, bei der man verzwickte Bergserpentinen heruntersausen muss und man nicht abstürzen darf. Zudem hat man bei den Rennen hier einen Kumpel bzw. einen Crewmitglied dabei, der die bei bestimmten Situationen im Rennen helfen kann. Aber theoretisch kann man einfach am Start stehen bleiben, da Meister Crewmitglied schon gewinnt und dies als Sieg gewertet wird. Das macht einfach keinen Spaß. Aber wenn ihr an diesem Spiel interessiert seid, seht es euch einfach mal an. Nun habe ich ein Spiel, das ich auch nie gespielt habe. Project Eden. Aber ich kann euch sagen, dass es ein Ballerspiel ist, das von den Entwicklern von Tomb Raider stammt. Das sagt euch doch was, oder? Auch dieses Spiel ist ab 16 Jahren freigegeben, was natürlich logisch ist für Ballerspiele. Aber Ballerspiele waren doch eh nie mein Ding. Fragt jetzt aber bitte nicht, warum ich Watch Dogs auf der Wii U gezockt habe, klar? Jetzt müsst ihr stark sein. Hier habe ich noch ein Need for Speed Spiel für euch, und zwar Need for Speed Undercover. Aber das ist wirklich das letzte Need for Speed für heute. Und, yep, richtig gemerkt, ich habe davon auch die DS-Fassung, die ich euch in der Spielkommodenfolge über meine DS-Spielsammlung gezeigt habe. Aber die PlayStation 2-Fassung von Undercover ist grauenhaft. Ich meine, man sieht es ja schon an der Overworld. Die ist nicht komplett neu, sondern es wurden tatsächlich nur einige Gebiete aus anderen Open-World-Need-for-Speed-Titeln herausgenommen und hier eingebaut und aneinander gehängt. Pfui! Das merkt man schon in einem Tunnel, in dem plötzlich deutsche Straßenschilder hängen und danach sie plötzlich wieder englisch sind. Also bitte, EA dachte bestimmt, mit der PS2 zockt doch hier keiner mehr, deswegen verunstalten wir dieses Spiel mal so richtig. Ach ja, der rote Kasten hier hat einen Schreibfehler. Schon bemerkt? Oh ja, dieses Spiel hier war der Partykracher überhaupt und damals seiner Zeit voraus. iToyPlay, die Frühzeit des Xbox Kinects. Yeah! Dieses Spiel habe ich damals zu Tode gesuchtet, aber die meiste Zeit habe ich nur Videos damit aufgenommen, die schon die komplette Memory Cards voll belegt haben. Da war meine Mutti damals sauer, als sie die ganze Memory Card voll mit Bildern und Videos vorfand. Aber das war lustig. In iToyPlay bestreitet man diverse Videogames,
allein oder mit Freunden. Allerdings war die Kamera nicht sensibel genug, sodass sie oft nicht richtig auf Bewegung reagiert hat. Heute ist es dank der Flachbildglotzen nicht mal so einfach, dieses Spiel zu spielen, da man die Kamera schlecht noch oben drauf stellen kann. Schade. Das vorletzte Spiel für heute ist Findet Nemo. Und ehrlich, obwohl es ein Lizenzspiel ist, macht es echt mega Spaß und gehörte damals zu den besten Lizenzspielen überhaupt. Das Spiel ist eher wie ein Jump'n'Run aufgebaut, was damals typisch war. Bot aber viel Abwechslung, bei der man verschiedene Rätsel lösen musste. Oh je, jetzt muss ich an das Schiebebildrätsel im U-Boot denken. Alter, wie ich damals heulend durch das Haus gerannt bin, weil ich das Rätsel einfach nicht gelöst bekommen habe. Da habe ich einfach meine Schwester geholt, damit sie das für mich macht. Tja, so war ich damals. Gutes Spiel, lege ich euch ans Herz und wir kommen zum letzten Spiel für heute, das auch ein Lizenzspiel ist, nämlich Cars. Und auch dieses Spiel macht auch echt Spaß, obwohl hier nicht die Handlung des Spielfilms erzählt wird, sondern es eine Art Racing-Game ist. Das Spiel hier wirkt eher wie ein Need for Speed für die ganz kleinen Zockerlis. Aber ehrlich, die Minigames in diesen Spielen sorgen für Abwechslung und runden das ganze Spielgeschehen ab. Na gut, das Spiel ist teilweise verpackt. Mal hängt die Hintergrundmusik fest und manchmal passiert es, dass man plötzlich in der Luft fahren kann. Aber die Glitches sind lustig und gar nicht mal so nervig. Aber Lizenzspiele waren nie wirklich perfekt. Abgesehen von Findet Nemo. Ach, bevor ich es vergesse. Ich habe vorhin ja die Demo-DVDs erwähnt. Hier habe ich eine von dieser Sorte. Diese wurden vom offiziellen PlayStation 2 Magazin herausgegeben mit einem Cover zum Ausschneiden. Darauf konnte man Spiele antesten oder sich Making-ofs von Spielen ansehen. Welche Spiele kennt ihr hiervon? Schreibt es in die Kommis. Mega Mario, was ist denn mit der Sly Raccoon-Reihe? Sowas soll man doch gespielt haben. Keine Bange, Toddy. Von der Sly-Reihe habe ich die ganze Trilogie gespielt, jedoch immer von einem guten Freund ausgeliehen. Und früher konnte ich nun mal mir nicht jedes x-beliebige Spiel selbst kaufen. Okay, das wär's dann. Hoffe, ihr hattet Spaß mit der etwas längeren Spielkommode über meine PlayStation 2-Spiele. Welche Spiele kennt ihr alle hiervon? Schreibt es in die Kommentare. Und nun wird es wieder Zeit für den Nintendo-Modus und ich würde mich über ein Like und ein Abo freuen und wenn ihr dieses Video mit euren Freunden teilt. In diesem Sinne, ciao.